Hast du dir wirklich schon mal Gedanken darüber gemacht, dass Worte wie Samen sind, die etwas Bestimmtes hervorbringen in deinem Leben? Heute möchte ich den Fokus ganz besonders darauf legen, was sagst du über dein Leben? Wie sprichst du dir selber zu? Welche Sicht der Dinge hast du für dein Leben und füllst sie in Worte? Sprichst du negative Dinge aus, wie das werde ich nie schaffen? Nie kommen wir aus diesem finanziellen Problem raus. Nie werde ich ohne Schmerzen sein. Nie werde ich in diesen Job kommen. Beten habe ich schon so oft versucht und nie hilft es mir. Ich habe vor kurzem mit einem Mann gesprochen, der hat gesagt, ich werde jeden Tag schwächer. Weißt du, das, was wir über uns selbst aussprechen, hat Macht. Unsere Worte haben Macht. Dinge zum einen zum Guten oder zum anderen zum Schlechten zu verändern. Wenn du jeden Tag über dir aussprichst, ich werde immer schwächer, ich werde immer ärmer, dann wird das eine Zwangsläufigkeit in deinem Leben produzieren. Du wirst nicht mehr hochkommen, weil du einfach diese Schwäche so stark empfindest, weil sie Wurzeln geschlagen hat in deinem Leben. Heute soll ein Tag sein, wo sich das ändert. Du sollst heute beginnen damit, dass du das genau umdrehst. Dass du genau davon wegkommst, immer das Negative zu sehen, immer das Negative auszusprechen. Sondern du sollst ganz neu beginnen, mit dem Wort Gottes dein Leben zu füllen. Denn das Wort Gottes ist der Same, der in deinem Leben eine geniale, eine super gute, starke Frucht hervorbringen wird. Wir haben dir dazu eine Hilfestellung gegeben. Du wirst sie auf unserem Link unten auf der Webseite finden und du kannst mit diesen Worten, die wir da vorgeschlagen haben, lernen, positiv etwas in dein Leben hineinzulegen, damit du das Wort Gottes ganz neu in dein Leben aufnimmst, als einen guten Samen, der eine starke Frucht hervorbringt. Wir möchten dich sehr ermutigen, diese Texte zu verwenden und sie wirklich jeden Tag über dein Leben auszusprechen. Gottes Wort hat Leben und Kraft in sich, die Dinge deines Lebens zu verändern. Gott hat mehr für dich.